Hey Leute, heute melde ich mich hier aus New Hill Quest und bei Bernadine stehe ich hier gerade bei der Winterwell und sie hat eine Quest für uns. Hallo, sehr angenehm, dich zu treffen. Ich heiße Bernadine und bin die Entscheidung treffende, bahnbrechende, vorausschauende, fortschrittmachende Alleskönnerin hier in New Hill Quest. Ich bin diejenige, die sich hier um alles in der Stadt kümmert, zumindest seit ein paar Jahren. Weißt du, ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, wie du anderen Menschen hier bei den verschiedensten Dingen hilfst und nun kann ich dich endlich persönlich in New Hillcrest willkommen heißen. Und natürlich möchte ich dir für die ganze Hilfe danken. Willkommen in New Hillcrest, die glücklichste Stadt, wie wir sie nennen. Naja, eigentlich nenne nur ich New Hillcrest die glücklichste Stadt. Zumindest bis jetzt. Ich habe einen neuen Slogan für die Stadt gefunden, weil der alte Slogan so langweilig und altbacken war. Hören dir mal an. New Hillcrest, Stadt der Tradition. Das ist so schlecht, dass ich es kaum aussprechen kann. Super langweilig. Ich will, dass wir nach vorne schauen und die positive Energie der Stadt hervorheben. Alle Menschen hier sind so positiv und fröhlich, deswegen ist es besser, wenn wir einen Slogan haben wie New Hillcrest, die glücklichste Stadt. Das klingt viel besser. Du findest es auch, dass der Gewinner gut ist? Was ist das wieder für ein Satz, dass der Gewinner gut ist? Du findest auch, dass der Slogan gut ist, müsste das heißen. Also hier ist wieder ein Rechtschreibfehler drin. Ich hatte überlegt, eine Marktforschung mit den Einheimischen hier in der Stadt durchzuführen, um herauszufinden, was sie von einem neuen Slogan halten würden. Aber ich hatte keine Zeit. Es gab nach meiner Übernahme der Stadt einfach so viel zu tun. Neue Pläne hier, neue Pläne da und alles auf einmal. Du sagst, dass du die Bewohner zum glückliche Stadt-Slogan befragen willst? Das kannst du sehr gerne machen, Sabrina. Danke. Geh zu den Bewohnern hier auf dem Marktplatz und frage sie, ob sie den Slogan eventuell ändern möchten. So, dann sprechen wir mal mit den Leuten. Wir fangen mal hier vorne direkt an. Neuer Slogan, was für eine schöne Idee. Die findet das schon mal gut. So, hier der. Der findet das auch gut. Findet sie auch. Dann reiten wir hier einmal rum. So. Okay, hier, die war es nicht, aber die nächste wieder. Okay, er ist der Einzige bis jetzt, der den Traditionen treu bleiben will. Alle anderen möchten ihn ändern. Und ja, wir haben von den Stimmen her eine dagegen, alle anderen sind dafür. So. 5 von 6 Leuten möchten den Slogan in die glücklichste Stadt geändert haben. Ein klarer Sieger. Juhu, dann ändern wir den Slogan. Danke für die Hilfe, Sabrina. Typisch, dass der Notar den Slogan nicht ändern will. Aber das hätte ich im Gefühl. So, da haben wir schon mal ein modernes Hillquest abgeschlossen. Und mal gucken, was sie auch wieder hat. Langsam kommt alles an seinen Platz hier in New Hillquest. Jetzt, wo wir für die Zukunft bauen, der Sloganwechsel und der Bau der farbenfrohen Reihenhäuser auf der anderen Seite, ist ein Teil unserer Bemühungen, New Hillcrest attraktiver zu gestalten. Wir haben die meisten Wohnräume schon vermieten können. Meine Vorfahren, die vorher hier über die Stadt bestimmt haben, hatten Angst vor Veränderung und wollten alles so beibehalten, wie es war. Aber so bleibt man ja nur auf der Stelle und kommt nicht voran. Um etwas im Leben zu erreichen, muss man Änderungen in etwas Positives machen. Wow. Also, sie verändern hier halt etwas zum Positiven. Ein weiterer Schritt in die Zukunft New Hillcrest ist der Wiederaufbau der Verbindung zwischen New Hillcrest und Südhof. Südhof ist ein fantastischer Ort für Besucher und es ist ein großes Privileg, in unserer Nähe zu haben. Die dortige Natur ist weitläufig und wunderschön, aber die Brücke, die dorthin führt, ist schon seit vielen Jahren kaputt. Wir haben einen Baumeister beauftragt, sich um die Restaurierung der Brücke zu kümmern. Aber es dauert so unglaublich lange, sie zu reparieren. Donald ist so sein Name. Scheint ein sehr kompetenter Mann zu sein. Aber es gibt da etwas, was ihn stört. Was sagst du? Du kennst Donald? Was für ein Zufall! Du sagst also, dass du gerne helfen willst? Wie schön. Du machst deinen Ruf aller Ehre. Reite rüber zu ihm und sieh nach, ob du den Bau der Brücke irgendwie vorantreiben kannst. Du findest ihn am Stall außerhalb der Stadt. Ja.
Dann helfen wir mal, dass da die Brücke wieder gebaut wird. So, da vorne steht Donald. So, hier ist Donald. Ach was, sieh mal einer an. Sabrina, was machst du denn hier? Na, wir sind immer beim Brückenbau dabei. Wie schön, dich wiederzusehen. Wirklich, Bernadine denkt, dass der Brückenbau zu langsam vorangeht. Das ist wirklich nicht sehr nett von ihr. Aber sie hat ein zu knappes Budget für den Bau gesetzt, um sich jetzt über das Arbeitstempo zu beschweren. Was sagst du? Du fragst dich, wieso es so schleppend läuft? Naja, die Brücke ist sehr groß und wackelig und dann habe ich auch noch Höhenangst und die Brücke steht zusätzlich noch im Wasser und ich bin nicht so gerne in der Nähe von Wasser. Es ist manchmal so schwer, genug Wasser zu trinken. Du findest, dass es dumm von mir war, den Job anzunehmen? Ich dachte, dass ich damit meine Ängste überwinden könnte, aber jetzt lief es eher nicht so gut. Du sagst, dass du mir bei der Restaurierung der Brücke behilflich sein kannst? Oh, vielen Dank. Zusammen schaffen wir das. Wir müssen die Brücke mit den Pfeilern abstützen und ein neues Fundament gießen. Dann können wir neue Bretter auf die Brücke legen. Aber das machen wir erst, wenn die Brücke stabil genug ist, um darauf laufen zu können. Lass mich dir zeigen, wo die Brücke stabilisiert werden muss. So. Da sehen wir hier halt, die Brücke benötigt neue Pfeiler, neues Fundament und neue Bretter. Dann kannst du, ich meine natürlich wir, dann können wir mit dem Bau beginnen. Wir kennen das ja schon von der anderen Brücke. So, okay, können wir zu Bernadine. Okay, jetzt können wir zu Bernadine und ihr zeigen, dass wir mit dem Bau weitermachen können. Wir müssen neue Pfeiler für die Brücke aufstellen. Aber der Lastwagen, der die Baumstämme liefert, hat diese einfach am Hügel nach New Hillcrest führt, gelassen, anstatt sie hierher zur Brücke zu bringen. Sehr unprofessionell. Wenn du mich fragst, reite bitte dorthin und hole sie. Dann müssen sie zugeschnitten und gehobelt werden, damit wir die morschen Pfeiler unter der Brücke mit den neuen ersetzen können. Du kannst fertige Pfeiler auf dem Marktplatz in New Hillcrest kaufen, wenn du willst. Aber es gibt immer wieder das alte Lied. Das Budget wegen Belladina ist einfach zu knapp, da sie den Preis des Baus so niedrig wie möglich halten will. Deswegen musst du selbst die Kosten für übernehmen, wenn du den Bau schneller vorantreiben möchtest. Jedenfalls sollte ich dir vorher noch zeigen, wo du die unbehandelten Pfeiler finden kannst und wo du sie aufstellen solltest. Gucken wir uns erstmal den Shop und allem an. Wenn es damit schneller geht. Okay. Da gibt es die schon mal nicht. So, wir sehen halt hier in diesem Shop, wo die zurechtgeschnittenen Pfeiler sind. Du kannst nun ein Set in deinem Rucksack tragen. Wenn du das Produkt bereits gekauft hast, dann musst du erst aufbrechen, bevor du ein neues kaufen kannst. So. So, wir kaufen das mit Jorvik Schilling. So ein Set. Weil wir machen das dann jetzt mal ein bisschen schneller. Also 1500 Schilling kostet das.
Und bevor wir dann hier irgendwie Tage verplempern, bevor wir die selber hobeln müssen und allem, haben wir die fertig behandelten Pfeiler genommen. So. Mein Pony will nicht stehen bleiben. So, hier kannst du die Brücke reparieren, wenn du die richtigen Gegenstände dafür in deinem Rucksack hast. Wenn du nicht bis morgen warten willst, kannst du die Gegenstände auch auf dem Marktplatz in New Hillcrest bei Billy Bulldozer kaufen. Wir haben die ja gekauft, um nicht warten zu müssen. Unser Pony dreht halt richtig ab. So. So, wir haben ja hier die Behandelten. Dafür steigen wir jetzt erstmal ab. So, das war der erste Streich. So, wir haben die Brücke ja repariert mit den gekauften. Okay, aber ob das jetzt reicht? Ich denke, wir brauchen noch mal eine Ladung von denen. Ach komm, jetzt stell dich hier nicht so an. Rum da. So. Wir holen jetzt erstmal noch ein zweites Paar Set. Das dauert mir jetzt, wie gesagt, da zu lange. So, wir kaufen hier dann noch mal ein Set mit den Schillingen. Das sieht doch dann gleich schon mal viel besser aus. Gut gemacht. Also alle Pfeiler haben wir jetzt repariert. Und Dream Dancer schlabbert hier ein bisschen mehr Wasser. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh je, oh je. Hoffentlich zieht kein Sturm auf. Die Brücke ist so wackelig, dass sie jeden Moment in sich zusammenfallen könnte. Das Salzwasser
des Meeres hat den Großteil des Fundaments völlig zerfressen. Wir sollten also sofort ein neues Fundament gießen. Aber zuerst müssen wir Zementsäcke holen, um den Zement dafür anmischen zu können. Gleich hinter den Stall am Hafen liegt eine Lieferung von Zementsäcken. Du wirst mit Sicherheit die Masten des Schiffs sehen, welche den Zement geliefert hat. Reite also einfach in diese Richtung. Na, auf zum Hafen. Runterfahren. So. Ahoi, Landgrabe. Erwin, der Name. Ich bin Matrose auf diesem Kutter. Du bist hier, um die Zementsäcke für Baumeister Donald zu holen, sagst du? Na, aber klar doch. Natürlich habe ich eine Ladung Zement für Donald. Was willst du mit dem Zement machen? Ah, eine Brücke? Ich fahre zwar lieber mit dem Boot zwischen zwei Inseln hin und her, aber das ist wohl Geschmackssache. Hier hast du auf jeden Fall den Zement, den Donald bestellt hat. Viel Glück bei dem Bau der Land. Du Landkrabbe. So. Wir sind hier wieder schwer beladen. Und galoppieren dann mal hier eben schnell zurück zu Donald. Perfekt, Sabrina. So, dann haben wir schon mal Zement. Also die Zutaten. Körperliche Tätigkeiten lassen einen in der Nacht gut schlafen. Das ist mit Abstand der beste Zement, den man in Jorvik finden kann. Die Qualität des Rohmaterials lässt die Brücke unter Garantie sicher und stabil für viele Jahre stehen. Vielleicht sogar so stabil, dass ich mich darüber wage. Vielleicht aber auch nicht. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding und ich fange an zu schwitzen. Oh nein. Hör auf, Donald. Ich muss an irgendetwas anderes denken. Zement mischen. Darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren. Viel besser. Die Säcke sind nun dank dir schon mal hier. Also musst du die drei Säcke einfach nur noch in den Mischer schütten. Dann musst du etwas Wasser vom Stall holen, nimm den Eimer hier und befülle ihn mit Wasser. Der Wasserhahn befindet sich draußen. Dann füllst du das Wasser in den Zementmischer und machst ihn fertig. Okay, da gibt es den Zement. Und da gibt es das Wasser. Gut, das kriegen wir hin. Wir sind ja nicht das erste Mal am Brückenbau betätigt. So, wir holen jetzt erstmal das Wasser. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt halt erst das Wasser geholt. Aber Star Stables sagt erstmal, wir nehmen den Zement. Zement drin, Wasser kommt und da wird fleißig gemischt. So. Du hast ein perfektes Zementgemisch hergestellt. Wirklich gut gemacht. So. Dann gießen wir da jetzt das Fundament. Okay, bei Billy kann man sonst halt auch kaufen.
So, wir steigen jetzt erstmal wieder ab. Na, das geht hier ja richtig schnell, ne? So, also die drei haben wir ja schon fertig gemacht. Und wenn wir schneller fertig werden wollen, können wir hier wieder was kaufen. Und dann gucken wir mal, wie teuer der Zement dann da ist. So, der kostet 1500. Wir verkaufen das Schleifchen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und Brillenträger sind wir halt auch nicht so. Kommen die auch weg. So, dafür kaufen wir jetzt erstmal wieder Zement. So, absteigen. Und dann hier die letzten. So, wir haben jetzt hier alle Fundamente gesetzt und jetzt geht's zurück zu Donald. Was für eine Pferdearbeit geleistet hat Sabrina? Ein gutes Fundament ist immer das Wichtigste, egal um welches Bauprojekt es sich handelt. Das sieht wirklich gut aus. Ich muss runtergucken. Mir wird wieder schwindelig. Jetzt sollte einer von uns inspizieren, was auf der Brücke noch gemacht werden muss. Ich würde ja gerne gehen, aber was für eine Nummer, das ist für eine Nummer zu groß für mich. Meinst du, dass du das vielleicht auch erledigen kannst? Du weißt gar nicht, wie erleichtert ich bin. Du sagst also, dass ich wirklich eines Tages meine Höhenangst überwinden werde. Ich kann das irgendwie schwer glauben. Oh, ich hoffe, dass ich irgendwann den Mut dafür haben werde. Gehe hoch auf die Brücke und inspiziere den Boden, damit wir wissen, wo neue Bretter hin müssen. Das haben wir erstmal hier inspiziert. Wow, gut gemacht. Ich verstehe nicht, wie du dich auf die Brücke traust. Du bist sehr mutig.
Mutig du doch bist, Sabrina. Ich wünschte mir, dass ich auch so mutig wäre wie du, wenn es um Höhlen geht. Du sagst, dass die Bretter komplett unbrauchbar an vielen Stellen der Brücke sind? Typisch. Willst du wissen, was noch typisch ist? Wir haben kein Holz mehr, also können wir auch keine Bretter mehr machen. Ich weiß echt nicht, wie wir dieses Problem lösen sollen, wenn ich ehrlich bin. Du hast Bäume gesehen, die wir nutzen können, und sie befinden sich am anderen Ende der Stadt, sagst du? Also dann auf geht's. Wir sind wieder am Start, Sabrina. Du hast für alles eine Lösung. Reite zu den Bäumen, von denen du gesprochen hast. Und fälle so viele davon, wie du benötigst. Ich habe sogar eine Axt, die du dir ausleihen kannst. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg und fällen die ganzen Bäume. Wir brauchen wohl zwei Stück. Da haben wir mal natürlich wieder einen ordentlichen Balken hinten drauf. Ach komm, los hier, hü. Sehr gut. So soll es aussehen. Die letzte Phase im Brückenbau. Jetzt bekommen wir Wind in die Segel. Ich kann da bei diesem Projekt Licht am Ende des Tunnels sehen. Oh, wenn es nur ein Tunnel wäre, den wir hier bauen. Tunnel sind weder hoch, noch haben sie Wasser unter sich. Du glaubst immer noch, dass ich es schaffe, über die Brücke zu gehen? Danke für deine Unterstützung, Sabrina. Aber jetzt müssen wir den Bau zu Ende bringen. Es wird Zeit, dass wir Südhof und New Hillquist wieder miteinander verbinden. Nimm einen der Baumstämme und mache Bretter draus. Du weißt ja, dass du die Tischsäge und die Hobelmaschine dafür benutzen kannst. Ich habe dir außerdem die Imprägniermaschine bereitgestellt, damit die Bretter vor Wind und Wetter geschützt sind. Beeil dich nun, wir bringen die Sache jetzt zu Ende. Müssen wir jetzt erst echt alle aufsammeln? Okay, absteigen. Da bloß nicht die Finger dazwischen bekommen. So.
Da auch nicht. Bloß nicht die Finger zwischenkriegen. Was für ein schönes Handwerk, Sabrina. Die Bretter sehen wirklich gut aus. Ich hätte es selber nicht besser hinbekommen. So, dann basteln wir die Bretter mal da drauf. Wie auch schon zuvor, bei den anderen Aufgaben immer absteigen. So. Aber unsere Bretter reichen nicht. Du kannst die Brücke reparieren, wenn du die richtigen Gegenstände dafür in deinem Rucksack hast. Du erhältst die jeweiligen Gegenstände als Belohnung für das Erfüllen bestimmter täglicher Aufgaben. Wenn du die täglichen Aufgaben bereits erfüllt hast, musst du bis morgen warten. Wenn du nicht bis morgen warten willst, kannst du die Gegenstände auch auf dem Markt in New Hillcrest bei Billy Bulldozer kaufen. So. Wir holen uns jetzt aber noch die letzten Bretter, weil ich möchte die Aufgabe heute fertig haben. Und nicht bis morgen warten. So, sie würden halt auch wieder. So, sie haben uns jetzt ein bisschen Star Coins gekostet. Jetzt werden die halt auch noch drauf genagelt und dann sollten wir damit durch sein. Hier lassen wir unser Pony wieder stehen. So, wir haben jetzt hier die Brücke fertig gebaut mit ein bisschen Star Coins und genug Jorvik Schilling. Also ich habe 4500 Jorvik Schilling und ich glaube, es waren 100 Star Coins ausgegeben. So, den Auftrag können wir nicht annehmen, wenn wir auf dem Pferd sitzen, also steigen wir ab. Und gucken mal, was Donald dann von uns will. Du solltest stolz auf dich sein, Sabrina. Die Brücke sieht von hier aus fantastisch aus. Wenn ich nur den Mut hätte, sie mir aus der Nähe anzuschauen. Du sagst also, ich schaffe es, auf die Brücke zu gehen? Sie sieht schon recht stabil aus, aber ich traue mich nicht. Warum schaffe ich es einfach nicht? Ich bin es so leid. Du schlägst vor, mir auf die andere Seite der Brücke zu helfen, um meine Höhenangst zu überwinden. Das kann vielleicht funktionieren. Wir können es versuchen, aber du musst die ganze Zeit an meiner Seite bleiben. Okay, los geht's.
So. Da wir an Donuts Salzhier sein sollen, gehen wir mit ihm hier hoch. Ich traue mich nicht, die Augen zu öffnen. Sind wir schon da? Was sagst du? Wir sind erst ein paar Meter auf der Brücke gegangen. Oh, ich dachte, wir wären schon weiter. Wir müssen nicht den ganzen Weg gehen, um meine Ängste zu überwinden, oder? Aber die Brücke ist so lang. Glaubst du wirklich, dass ich das hier schaffe? Danke, dass du für mich da bist, Sabrina. Okay, gut, wir gehen noch ein Stück weiter. Also er traut sich ja schon ganz schön was. Ja, wir sind ja schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Ordentlich. Wie bin ich nur in solch eine Situation geraten? Warum mache ich das hier? Warum? Die Brücke wird bald zusammenbrechen, wenn ich weiter zittere. Wir gehen weiter, sagst du? Bleib in meiner Nähe. So, auf geht's, Donald. Hier durch die Ritzen sieht man unten das Wasser. Ja, er geht aber immerhin einen Schritt für den anderen weiter. Also bald haben wir es geschafft. Ist es noch weit? Ja, wir haben Schluck. Du sagst, dass ich die Gelegenheit nutze und mich hier umsehen soll? Während wir hier oben sind, glaubst du wirklich, dass das bei meiner Höhenangst hilft? Was für eine schöne Aussicht man von hier hat. Schau, ich sehe das Ende der Brücke. Bin ich wirklich so schnell über die Brücke gegangen? Wow, jetzt gehen wir das letzte Stück. Okay, wenn wir halt vorlaufen, bleibt er stehen. Und jetzt hört man ja schon die Musik vom Südhof. Aufgabe erfüllt. Hoho, ich habe es geschafft.
Unglaublich, ich bin über die gesamte Brücke gegangen. Ich kann es kaum glauben. Kneif mich mal. Au, du musst nicht so festkneifen. Sabrina, wie soll ich dir nur dafür danken? Du hast mir dabei geholfen, meine größte Angst zu überwinden. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Jetzt kann ich auch ohne Hilfe über die Brücke gehen. Ich schaffe das jetzt alleine. Bernadine ist auf dem Weg hierher. Sprich mit ihr. Ich glaube nämlich, dass sie ein paar Worte mit dir wechseln möchte. Du kannst ja stolz auf dich sein, weil du den Bau der Brücke fertiggebracht hast. Sie sieht wirklich fantastisch aus. Mach's gut, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So. Wir haben die Brücke fertiggestellt und können jetzt halt von Südhof rüber galoppieren. Nach New Hillcrest. So, und wir haben die Brücke halt in einem Tag gebaut und wir haben halt, wie gesagt, Schilling und Starcoins ausgegeben, weil ich keine Schillinge mehr hatte. Falls ihr da mehr Schillinge habt, nehmt die dann statt die Starcoins. Aber ich wollte die Brücke halt unbedingt fertig haben. Wow, ich bin sprachlos. Fantastisch, Sabrina. Du hast mit Donald etwas Historisches erreicht. Ihr habt es geschafft, dass wir das starke Band, welches einst zwischen Südhof und New Hillcrest gab, wieder aufbauen konnten. Die glücklichste Stadt. Ich bin ja so froh, dass ich damals auf dem Marktplatz in New Hillcrest in dich gelaufen bin. Andernfalls wäre das alles nie möglich gewesen. So, wir bekommen von Bernadine eine Südhof-Strickjacke. Bitte schön, Sabrina, nimm das als Zeichen meines Dankes für die ganze Hilfe. So, dann ziehen wir mal diese Strickjacke an. So. Diese Südhof-Strickjacke ist ab Level 7, hat 4 Reiten, 3 Springen, 3 Befehl und sie ist nicht Chumpy geeignet in meinen Augen. Weil ich habe immer Chumpy-Kleidung mit 8 Reiten, 1 Springen, 4 Befehl und da zählt die Jacke halt nicht zu. Aber es ist halt ein Geschenk und es kommt von ihrem Herzen. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Quest. Tschüss.